Ich möchte euch herzlich begrüßen. Also nochmal, herzlich willkommen beim Linkstalk der IG Kunst und Kultur. Ich möchte euch alle herzlich begrüßen. Es gibt da drüben einen Buffettisch, einen Infotisch. Wir werden gleich loslegen. Als erstes sind Kurt Ovent und Toni Brunner am Wort und lesen den Text, wie es einmal gewesen sein wird. Und anschließend tretet die Grillhändel Rotation Crew auf mit der Performance Fair Chicken. Viel Spaß! Im Anschluss an die Performance beginnt dann unsere Podiumsdiskussion. Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht noch zu... Wow. Vielleicht noch zum Text vorneweg. Links macht ja eine Kampagne zur Arbeitszeitverkürzung. Mach mal 30. Und es gibt auch eine Petition an die Stadt Wien, dass die Stadt Wien die 30-Stunden-Woche einführen soll. Und zwar stufenweise und sofort. Die Petition kann man dort auch unterschreiben am Tisch. Für mich war das Anlass, darüber einen literarischen Text zu schreiben, weil Literatur und Kunst insgesamt viel weiter denken kann, als das in der politischen Realität oft geht. Also das Machbare, das unmittelbar Umsetzbare, Überschreiten, ein bisschen utopisch sein, das ist ein ganz wesentlicher Anteil von Kunst und Kultur in der Gesellschaft, also das Vorantreiben. Es gibt eine Ausschreibung von der Arbeiterkammer Oberösterreich, wo ich diesen Text eingereicht habe, und wir, Toni und ich, lesen jetzt das erste Mal aus diesem Text einen Ausschnitt. Vielleicht kann ich noch mal zu dieser Wettbewerbssituation was sagen, weil das so symptomatisch ist für Kunst und Kultur auch. Es gibt dort zwei Preise, einen, den die Jury vergibt, und einen, den das Publikum vergibt, und es werden 150 Leute einreichen, und damit man überhaupt einreichen kann, muss man schon mal Romane geschrieben haben, das heißt, es ist ein sehr hohes Level. Und wenn ich das beispielsweise vergleichen würde mit einer anderen Branche, das wäre ungefähr so, als würde ich sagen, ich organisiere mir 150 Bartenderinnen, die alle geprüft sind, und die müssen wir einen Cocktail mixen, einen ganz besonderen. Ich trinke alle 150 und am Ende sage ich, den einen bezahle ich. Ja? Der hat mir am besten geschmeckt. Und alle anderen 149 haben quasi gratis produziert. Und das ist ungefähr das, was wir im Kultur- und Kunstbereich alle erleben. Ja? Also so diese Auseinandersetzung, dieser Wettbewerb, andere ausstechen zu müssen, etc. Der Text, wie es einmal gewesen sein wird, spielt in einer sehr nahen Zukunft, und Toni wird mit mir lesen, weil ich sehr gerne diese Vielstimmigkeit habe. Also eine Stimme alleine gibt nie einen Text komplett wieder, und Toni ist für mich auch eine der Proponentinnen in dem Text, und deswegen freut es mich sehr, dass sie bereit war, spontan mit mir daraus zu lesen. Wir beginnen. Ihr könnt noch applaudieren zwischendurch, wenn Sie wollt. Ich bin nämlich nervös. Wie es einmal gewesen sein wird. Toni schwang sich auf ihr Rad und kurfte durch die Stadt. Sie liebte den Ring, der 2 Jahre zuvor noch voll mit Autos war. Echt crazy, schwer vorstellbar. Wenn sie genug Zeit hatte, fuhr Toni, bevor sie ihr Ziel ansteuerte, einfach eine extra Runde um den Ring. Brain Warm-up, wie sie es nennt. Schulabbruch, Studienberechtigungsprüfung, Studienabbruch, Kellnerin, freiwilliges soziales Jahr, persönliche Assistenz und jetzt Journalistin. Sowas bezeichnete man früher als gebrochene Erwerbsbiografie. Eine der vielen abwertenden Phrasen, die Menschen einschüchtern, pathologisieren und den Eindruck erwecken, es gebe den einen richtigen Weg, den zu verlassen, war schambesetzt.
Vor 6 Monaten stapfte Toni in die Redaktion des Stadtschreib-Magazins und fragte, ob sie wen brauchen. Heute war sie unterwegs zu einem Interview mit Asia Novanovi, die so etwas wie eine Ikone der Arbeitszeitverkürzung geworden ist. Asia Novanovi hat im Bosnienkrieg flüchten müssen. Sie hatte fast ihre gesamte Familie verloren und ein beinahe abgeschlossenes Psychologiestudium im Gepäck. Über Graz kam sie nach Deutschland und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. Als Deutschland 1996 die Duldung für bosnische Flüchtlinge aufhob, wechselte sie nach Wien, wo ihr eine entfernte Cousine ihrer Mutter einen Aufenthaltstitel verschaffen konnte. Novanovi nahm einen Job als Reinigungskraft im AKH an und versuchte ihr Psychologiestudium anerkennen zu lassen. Ein Demütigungsparcours, wie es sich herausstellte, der darin mündete, dass sie für die Anerkennung in diesem Land fast das gesamte Studium wiederholen hätte müssen. Sie versuchte es dennoch, scheiterte aber. Sie war ein Zombie in dieser Zeit, erzählte sie in einem späteren Interview. 2001 wurde sie von einem Gelegenheitsbekannten schwanger. Sie informierte ihn nicht einmal davon. Mit der Mina, ihrer Tochter, kam in langsamen Schritten ihre Lebenslust wieder, wie sie es in diesem Interview formulierte. Kommen Sie ruhig rein, meine Liebe. Lassen Sie die Schuhe ruhig an. Wir gehen nur durch in den Garten. Novanovi war viel kleiner als Toni dachte, sehr drahtig und in den Jogginghosen, dem Schlabberpulli und den Flipflops wirkte sie wie eine Steinmetzin, die eine kurze Pause machte. Sie ließen sich beide in den Korbsessel nieder. Novanovi bot Toni das Du-Wort an, schenkte ihr ungefragt Kaffee ein und fragte unvermittelt: Wie siehst du mich so? Toni erschrak. Hatte sie zu sehr gegafft? Asia lächelte milde. Sieht so eine Ikone aus? Tonis Gesichtszüge entspannten sich wieder. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt kein typisches Aussehen für Ikonen. Das schafft dann doch eher die Rezeption, oder? Die meisten haben schon Großes geleistet und dabei auch noch gut ausgesehen, wie Yoko Ono, Angela Davis oder Mahatma Gandhi. Und manche sind auch durch ihre Verzweiflungstaten berühmt geworden und haben was ausgelöst, das längst schon passieren hätte sollen, wie Mohamed Bouazizi. Bouazizi? Das war der Gemüsehändler in Tunis, der sich selbst anzündete, weil er nicht mehr weiter gewusst hatte. Er starb mit 25 und ich habe oft darüber nachgedacht, wie er das sehen würde, dass er jetzt zum Auslöser des arabischen Frühlings stilisiert wird. Er wollte seine 5 kleinen Geschwister und seine Mutter ernähren, mehr nicht, und in Ruhe gelassen werden. Dass ihm das Europäische Parlament am posthum den Sacharow-Preis für geistige Freiheit verliehen hatte, würde ihn wahrscheinlich sehr wütend machen und nicht stolz. Asia schwieg. Toni wollte sie dabei nicht stören. Weißt du, Toni, wenn er übers Mittelmeer geflohen wäre, hätten sie ihn in ein Lager gebracht und nach 2 Jahren abgeschoben. Hätte er den Diktator umgebracht, wäre er weltweit als Terrorist in die Geschichte eingegangen. Und weil er Hand an sich gelegt hat, wird er zum Helden der Freiheit stilisiert. In dieser Welt leben wir. Toni stellte ihre leere Tasse bewusst leise auf den kleinen Tisch vor ihnen, holte ihren Notizblock aus der Tasche und lächelte verlegen. Warum erzählen Sie, du mir das? Was hat das mit dir zu tun? Ich war auch sehr oft am Verzweifeln. Mich hat wahrscheinlich nur meine Kleine gerettet. Sie war so ein fröhliches Kind und ich habe mir geschworen, ihr keinen Anlass zu geben, dass sie diese Fröhlichkeit verlieren muss. Geweint habe ich erst, wenn sie geschlafen hat. Als sie 15 war, hat sie mir erzählt, dass sie oft mitgekriegt hat, dass es mir nicht gut gegangen war, aber nichts gesagt hat, um mich nicht zu beschämen. Wir haben uns nie so nah gefühlt wie in dieser Nacht und ich habe ihr erlaubt, Wein zu trinken und mit mir einen Joint zu rauchen. Asia hatte feuchte Augen, legte eine Hand auf Tonis Hand und zog sie schnell wieder zurück. Entschuldigung. War es dir vor deiner Tochter unangenehm, dass du als Putzfrau arbeiten musstest? Nein, gar nicht. Ich glaube, die Tochter einer Psychologin zu sein, muss für ein Kind viel schlimmer sein. Beide lachten laut. Sie kannte mich ja auch nicht anders und ich habe mich auch nie über meine Arbeit definiert. Mein Modus war, dass ich quasi undercover gefühlt und gearbeitet habe, wie Wallraff, nur in echt. Deutsch konnte ich ja schon ausreichend. Ich wollte wissen, was sie über mich reden. Daher tat ich sehr lange so, als würde ich wenig verstehen. Das Putzen war auch nie das Problem. Die abschätzigen Blicke der Ärztinnen, der unnötig herablassende Ton, wenn sie was von uns wollten, und der obszöne Gehaltsunterschied haben mich wütend gemacht. Ich konnte es aber gut verbergen. Ich habe Amina am Abend immer erzählt, wie mein Tag war.
Geschichten von Ungleichheit, Ungerechtigkeit und wie man damit umgehen kann, ohne direkt auszucken zu müssen. Ich habe ihr nie gesagt, dass man brav sein oder immer die Wahrheit sagen muss, außer zu den Menschen, die man liebt. Asia grinste. Sie fühlte sich offensichtlich wohl in den Erinnerungen. Es kam öfter vor, dass die Ärztinnen nicht mit den Patientinnen reden konnten, weil sie keine gemeinsame Sprache hatten. Und wenn eine von uns gerade am Gang war, fragten sie, du Bosnisch? Und wir übersetzten wie selbstverständlich, ohne dafür eine Dolmetschzulage zu bekommen und ohne in der Achtung auch nur einen Millimeter zu steigen. Manchmal habe ich dem Patienten am Ende des Gesprächs auch gesagt, dass der Arzt ein Arschloch ist oder an wen sie sich wenden können, wenn sie besseres Essen haben wollen. Toni kramte in ihrer Tasche nach Tabak. Entschuldigung, ich habe gar nicht gefragt. Aber sicher, wir sind hier in der Natur. Wer sollte uns das verbieten? Warte, ich komme gleich, ich hole noch was. Asia kam mit einem Gurkenglas voll mit Haschischblüten zurück und bat Toni einen Joint zu bauen. Für sie beide. Wirklich erstaunt hat mich, dass im Spital eine gut funktionierende Jugo-Connection gab. Als hätte es keinen Krieg gegeben. Der herrschende Alltagsrassismus hier schweißte uns irgendwie zusammen und egal, ob du in der Mensa was Spezielles haben wolltest oder einen schnelleren Termin in der Ambulanz, es gab überall jemand, der helfen konnte, ohne dass jemand auffiel. Wenn du BKS gesprochen hast, war das eine verdeckte VIP-Card und diese süßen Blüten waren mein kleiner Beitrag fürs Netzwerk. Wie kam es dazu, dass du dich dann für die Rechte des Personals engagiert hast? Ich wäre da selbst gar nicht drauf gekommen. Eine Kollegin bat mich, für den Betriebsrat zu kandidieren, weil ich so gut reden kann. Ich stand schon auf der provisorischen Liste und weil meine Kleine krank war an dem Tag der entscheidenden Sitzung, haben sie dann einfach eine Kollegin aus der Buchhaltung aufgestellt. Das war der letzte Tag, an dem ich wegen der Arbeit zu Hause geweint habe. Toni konnte der Argumentation nicht ganz folgen und kritzelte eine Sonne in ihren Notizblock. Es war übrigens derselbe Morgen, an dem Amina mir mitgeteilt hat, dass sie in die HTL für Informationstechnologie gehen mag, weil ihre beste Freundin Lydia das auch tat. Asia fragt Toni, ob sie noch einen Joint bauen könnte und bat um 15 Minuten Pause, weil sie ein Telefongespräch mit Amina vereinbart hatte. Toni stand auf, zog ihre Schuhe aus und schlenderte über das leicht bemooste Gras hinüber zur Schaukel, die an einem dicken Ast eines alten Nussbaums montiert war. Sie nahm Schwung und jedes Mal, wenn sie den Körper optimal einsetzte, verließ sie für den Bruchteil einer Sekunde den Schatten des Baumes und wurde von der Sonne geblendet, wodurch sie einen Wunsch frei hatte. Asia als letzte Präsidentin und dann Abschaffung des Amts. Alle Menschen können alle Sprachen sprechen, ohne sie lernen zu müssen. Himbeeren so groß, dass man von einer satt wird und dann gleich nachwachsen. Alle Arbeiten werden jedes Jahr zu Silvester neu verlost und sind alle gleich bezahlt. Toni hätte ewig weiter Wunsch schaukeln können. Ich bin wieder da, entschuldige nochmal, aber die Telefonate mit Amina sind mir wichtig. Sie ist voriges Jahr nach Kanada gezogen, zu ihrer Freundin, und mit der Zeitverschiebung klappt das nur, wenn man sich fixe Zeiten ausmacht. Möchtest du unsere Himbeeren probieren? Toni sprang von der Schaukel und ließ sich ins Gras fallen, streichelte nochmal über die moosige Fläche und kam zurück zum Tisch, steckte sich gleich vier Himbeeren auf einmal in den Mund. Was war dann? Dann kam die Pandemie. Asia verschränkte ihre Arme hinterm Kopf, lehnte sich zurück und erzählte. Wir waren das letzte Glied in dieser Katastrophe. Für uns wurde auch nicht geklatscht. Unsere Arbeitszeit wurde entgrenzt, viel mehr Nachtarbeit als vorher. Wir verbrauchten die sechsfache Menge an Desinfektionsmittel. Unsere Schutzausrüstung war mangelhaft. Am Beginn sprachen wir noch von Toten, dann nur mehr von Leichen, weil man da weniger an eine Person denkt im Kopf. Damals dachte ich das erste Mal an Kündigen. Ich hätte mich so gefreut, wenn es auch bei uns Kurzarbeit gegeben hätte. Aber wir hatten Überstunden, Überstunden, Überstunden. Ich wollte meine Kolleginnen nicht im Stich lassen. Was hätte ich tun sollen? Asia seufzte, holte tief Luft. Amina war damals in der vorletzten Klasse. Die Schule machte ihr Spaß und weil sie so Internetzeug lernte, war für sie Homeschooling auch kein Problem. Ich erlaubte ihr auch, Freundinnen einzuladen, wenn ich nicht zu Hause war. Wir fanden unsere eigenen Regeln. Der Gesundheitsminister war uns egal, so wie wir ihm auch egal waren. Warum hast du nicht gekündigt, wie die Pandemie im Griff war und alles wieder normaler war? Was meinst du mit normaler? Sie kürzten das Arbeitslosengeld vor allem für jene, die selbst kündigten. Sie beschlossen, dich in ganz Österreich verschicken zu können. Ganz ehrlich?
Bei mir kehrte die Angst zurück, die Angst, auf den letzten Metern als Versorgerin von Amina nicht mehr zu funktionieren. Ich wollte das letzte Jahr bis zu ihrem Schulabschluss noch durchhalten, ihr den Rücken frei halten, damit sie so gut es ging, tun und lassen konnte, was sie wollte. Asia lächelte verschmitzt. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was sie so lernte, und es kam mir immer ein bisschen künstlich vor. Sie sagte, Mama, das ist wie die Welt. Wir bilden sie ab, beschleunigen sie und schaffen sie manchmal auch neu. Es sind nicht nur Zahlen, es gibt Wolken, Pfade, Wanzen, versteckte Lager, es gibt alles. Asia regelte sich und schüttelte den Kopf. Weißt du, dass Amina in dem ersten Ferialpraktikum in 6 Wochen mehr verdiente als ich in 2 Monaten? Ich verstand die Welt nicht mehr. Entschuldigung, ich bin so wahnsinnig unhöflich. Magst du einen Schluck Wein? Roter Muscatella, magst du den? Ich liebe ihn, sag einfach ja. Sie war schon unterwegs, bevor Toni antworten konnte. Asia brachte zum Wein noch Wasser, eine Käseplatte und Weißbrot, schenkte beide Gläser voll und stieß mit Toni an. Auf die Jugend, die die Welt vielleicht noch retten kann. Ahnst du schon, wie es weiterging? Asia lächelte verschmitzt. Nein, aber ich hoffe, du wirst es mir gleich verraten. Also, Amina maturierte mit Auszeichnung, jobbte 3 Monate für 20 Stunden in einem Möbelhaus. Dann wollte sie nicht mehr. Ich sagte, Kind, du verdienst das Dreifache von mir. Sowas gibt man nicht auf. Sie lachte nur, mein Sonnenschein, und half einer Freundin, einen Online-Shop für Modeschmuck aufzubauen. Sie bat mich damals auch, Livia bei uns im Krankenhaus unterzubringen. Auch da half die Yugo Connection. Die Leiterin der IT war eine Kroatin. Sie nahm Aminas Freundin mit offenen Armen auf, nahm den Dienstvertrag, den sie von der Krankenhausleitung erhalten hatte, entgegen, strich die 15 Stunden durch und schrieb handschriftlich 12 darüber und gab ihn ihr zurück. Sie schickte das Mädchen nochmal zurück in die Verwaltung, um denen zu sagen, dass 15 letztes Jahr war. 12 ist das neue Normal. Amina zahlte damals unsere gesamte Miete. Kannst du dir das vorstellen? Sie wollte, dass ich auch weniger arbeitete. Es war also Amina, die dich dazu gebracht hat, was zu unternehmen. Eigentlich nicht. Sie wollte, dass ich dort aufhöre. Sie war so übermütig, die Kleine. Die letzten 20 Jahre hast du mich ernährt, Mama. Die nächsten 20 Jahre übernehme ich. Das erste Geld ist ihr irgendwie in den Kopf gestiegen. Ich war schon auch irgendwie eifersüchtig auf sie, muss ich gestehen. Warum war eine Stunde Arbeit von ihr so viel mehr wert als meine? Gleichzeitig war ich natürlich wahnsinnig stolz auf sie. Es war ein Donnerstag. Wir waren mit unserer Schicht fertig und ich war mit meiner Kollegin Dunja noch beim Würstelstand. Wir scherzten darüber, warum der Freitag Freitag heißt. Wir waren ziemlich überdreht und ich sagte zu ihr, es wäre an der Zeit, dem Tag seine Würde wiederzugeben. Scheiß auf die Würde, entgegnete Dunja. Wir sollten einfach auch weniger arbeiten müssen. Ich schrieb das alles in unserer Jugomat-WhatsApp-Gruppe, auch die Idee, mal freitags frei zu machen. Ich sagte nicht Streik, um niemanden zu verschrecken, und bat alle darum, Herzen zu verschicken, falls sie mitmachen würden. Es war fantastisch. Mehr als die Hälfte reagierten innerhalb eines Tages, vor allem aus dem Putz- und Mensa-Bereich. Asia schenkte Toni nach, steckte sich ein Käsestückchen in den Mund und nippte an dem Wein. Drehst du uns noch einen? Toni war froh darüber, auch was beitragen zu können und nahm diesmal nur sehr wenig von den Blüten. Wie war dann der Freitag? Wir hatten beschlossen, uns kollektiv krank zu melden. Das war auch unsere Sicherheit. Falls wenig mitgemacht hätten, wäre es niemand aufgefallen. Ehrlich gesagt vertrauten wir uns gegenseitig nicht ganz. Livia hat Amina versprochen, die internen Krankenhauschats an dem Tag zu beobachten und schickte ihr immer Gusto-Stückchen davon nach Hause. Es war so spannend. Amina und ich zusammen auf einem Sofa und der Computer machte piep, piep, piep. Es war unfassbar schön. 90% derer, die sagten, sie machten mit, waren an diesem Tag krank. Die Mensa konnte erst gar nicht aufsperren und geputzt wurde nur dort, wo er sonst echt infektionsgefährlich gewesen wäre. Natürlich checkten sie, dass das koordiniert war, und Amina schickte mir den Chatverlauf zwischen Direktion und Betriebsrat, wo dieser versicherte, er habe nichts gewusst und schon gar nichts damit zu tun. Und dann nannten sie tatsächlich Dunjas und meinen Namen. Kannst du dir das vorstellen? Der Betriebsrat? Toni schlug sich mit der rechten Hand auf die Stirn. Echt? Oh no. Ich war zuerst wahnsinnig erschrocken. Wir hatten echt Angst, was da kommen würde. Aber letztlich war dieser Verrat sogar gut für uns. Wir waren niemand. Wir waren unsichtbar in diesem Betrieb. Wir waren die menschliche Verlängerung des Wischmobs und plötzlich wurden wir als Rebellinnen nominiert. Am Montag darauf wurden wir in die Direktion zitiert.
Die Direktorin war überraschend freundlich, schüttelte uns die Hand und bot uns Kaffee und Kekse an. Sie meinte, dass das, was am Freitag passiert sei, das Verantwortungsloseste war, das sie in 20 Jahren in diesem Haus erlebt hatte. Sie wolle gar nicht wissen, warum das und was da passiert sei, sie wäre zukunftsorientiert. Was wollen Sie? Was planen Sie? Sie hatte einen sehr stechenden, kühlen Blick und ich war erstaunt, dass ich ihm über Sekunden standhalten konnte. Dunja und ich blickten uns kurz an. Ich fragte sie auf BKS, was sollen wir dieser Schnepfe jetzt antworten? Dunja antwortete, sag ihr einfach, wo der Pfeffer wächst. Ich blickte der Direktorin wieder in die Augen und versuchte, ihre Stimmlage zu imitieren. 30-Stunden-Woche bei gleichbleibendem Gehalt. Und Dunja ergänzte, noch heuer. Die Direktorin blieb ruhig, trommelte mit den Fingerkuppen der rechten Hand leicht auf die Tischplatte, blätterte in den Personalakten von Dunja und mir, die offen vor ihrem Tisch lagen, ohne wirklich darin zu lesen. Und wenn nicht, dann könnte es sein, dass jeden Freitag viele krank werden. Wir waren auf vieles gefasst. Ich war so froh, dass ich mit dieser Frau nicht allein war. Sie stand dann plötzlich auf und sagte, danke für Ihre Offenheit, meine Damen. Ich werde mit dem Vorstand drüber reden und melde mich bald wieder. In der Jugomed-Gruppe wurden wir abgefeiert. Es herrschte aber auch Verunsicherung darüber, was wir machen sollten. Weder die Direktorin noch der Betriebsrat meldeten sich bei uns. Am Donnerstag mussten wir eine Entscheidung treffen. Ich war eher dafür, zu warten, bis ein Verhandlungsangebot kam. Dunja setzte sich aber durch. Sie war der Meinung, einmal ist keinmal und wenn wir nochmal machen, werden wir erst für voll genommen. Diesmal waren wir noch mehr, die dabei waren. Montag darauf waren wir wieder bei der Direktorin und sie teilte uns mit, dass unsere Forderungen im Prinzip erfüllt würden und dass sie mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung abschließen würden. Es war eine wunderbare Woche. Das Krankenhaus war so sauber wie nie zuvor. Wir waren alle gut gelaunt und in der Mensa herrschte beinahe Partystimmung. Asia nahm einen tiefen, genüsslichen Zug vom Joint, leerte ihr halbvolles Glas mit einem Schluck, lehnte sich zurück und sagte: Dann kam unser Black Friday. Allen, die an den beiden Freitagen krankgeschrieben waren, wurden beim Eingang von der Personalchefin persönlich das Kündigungsschreiben übergeben. Wir wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt, durften in Begleitung von jeweils 2 Securities unsere Spinde räumen und erhielten Hausverbot. Wir waren über 50 Leute, die gemeinsam vor dem Haus standen, in dem wir einige Jahre gearbeitet hatten. Es war wie ein Erdbeben. Ich wollte wütend sein, aber ich habe mich nur geschämt. Ich fühlte mich verantwortlich, wollte mich bei jeder Einzelnen entschuldigen für den Leichtsinn. Dunja nahm mich in den Arm und ich begann zu weinen. Josip, ein Mensakoch, kam zu uns, sagte, wir sind Heldinnen, die anderen sind Schweine und wir sollten auch jetzt alle gemeinsam die 3 Flaschen Slivovitz leeren, die er noch in seinem Spind gehabt hatte, und unsere Familien anrufen, dass sie kommen sollten und mit uns vor dem Haus ein Picknick veranstalten. Es kamen wirklich viele. Am Abend waren wir dann über 300 Leute vor dem Krankenhaus und wir beschlossen, einfach dort zu bleiben. Das war übrigens das erste Mal, dass ich mit deinem Magazin Kontakt hatte. Ich war damals noch nicht dort. Ich war noch Kellnerin. Was sagt Amina dazu? War sie dabei? Natürlich, natürlich war sie dabei. Hand in Hand mit Livia. Die beiden sagten, es wäre ein Magic Moment für ein Outing. Und ich sagte nur, weiß ich eh schon seit über einem Jahr. Livia brachte die halbe IT-Gruppe mit. Die hatten echt viel Zeit jetzt. Sie stellten mir all die Leute vor und sagte immer wieder, das ist die Mama meiner Freundin, die Superheldin im Putzfrauenkittel. Die zwei waren so süß miteinander und brachten mit ihrer fröhlichen Art die Computerleute dazu, dass sie uns einen feinen Internetauftritt organisierten. Wir gründeten eine Gruppe Jugomed Austria. Nach 2 Tagen hatten wir über 4000 Mitglieder. Kannst du dir das vorstellen? Toni, ich war so froh, dass ich Amina zu keinem braven Mädchen erzogen hatte. Sie ist in deinem Alter, oder? Sie ist ein paar Monate älter. Ich würde sie aber gerne kennenlernen und euch zusammen mal sehen. Es war schon finster geworden. Asia hatte Kerzen geholt und Decken und große Pölster. Sie breitete sie in der Wiese aus. Die beiden legten sich auf den Rücken und betrachteten den Sternenhimmel. Sagst du mir noch, warum du mich heute eingeladen hast? Asia lachte. Du bist sehr geduldig, Toni. Du wirst dir denken,
was erzählt sie mir alles, die Alte? Wann kommt sie endlich zum Punkt? Naja, nach 2 Tagen wurden wir polizeilich geräumt. Ein Krankenhaus, das einen Polizeieinsatz verursacht, der 4 Leute so stark verletzt, dass sie in ein anderes Krankenhaus eingeliefert werden mussten, das gab echt keine gute Presse. Im Internet wurden Chatprotokolle von ihr geleakt, wo sie sich über die Jugoputzen lustig machte, denen sie es gezeigt habe. Und weil darin auch immer wieder mein Name vorkam, luden mich halt dann Leute ein. Zuerst die Stadträtin, dann die Gewerkschaftsbossin und mehrere TV-Sender. Zurücktreten musste die Direktorin allerdings erst, als bekannt wurde, wie viel die Einrichtung ihres Büros gekostet hatte und dass sie die Arbeit eines IT-Mitarbeiters immer wieder für private Zwecke missbrauchte. Auch ein Jugo. Wie leichtsinnig von ihr. Asja zerkugelte sich vor Lachen, legte die Hand um Tonis Schulter und drückte sie kurz und fest. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich hatte ja nur noch 3 Monate volles Gehalt in der Kündigungsfrist und fuhr durch Österreich von Krankenhaus zu Krankenhaus, eine Betriebsversammlung nach der nächsten und überall stand Arbeitszeitverkürzung auf der Tagesordnung. Die Gewerkschaftsbossin bot mir einen Job an. Ich sagte, geht nicht, ich bin leider kein Mitglied. Die 30-Stunden-Woche war in aller Munde und es war eine Frage der Zeit, dass die Dämme auch für die unsichtbaren Abgehängten brechen würden. Den entscheidenden Kick in unserem Krankenhaus gab aber ein Virus. Es war ein Freitag 0:01, alle Accounts des Hauses waren gesperrt und die Erpresserinnen forderten nicht wie üblich Bitcoins als Lösegeld, sondern die Wiedereinstellung von uns und die 30-Stunden-Woche. Es war sicher nur der Tropfen, der das Fass zum Überlauf brachte, aber er war wichtig. Und es wurde ihnen klar, dass es nicht wir Reinigungsleute gewesen sein konnten und die Solidarität mit uns unüberschaubar geworden war. Am Freitag zum Mittag gab das neue Direktorium bekannt, die Kündigungen zurückzunehmen. Sie entschuldigten sich sogar bei uns und schoben die Verantwortung auf die frühere Direktorin. Der Betriebsrat war bei dieser Pressekonferenz dabei, sprach von einem Letter of Intent, in dem festgehalten worden war, dass wir mit Jahreswechsel eine 30-Stunden-Woche für alle, die bisher länger arbeiten mussten, eingeführt werden würde. Von der Erpressung höre ich jetzt das erste Mal. Es wurde auch nie öffentlich bekannt. Und woher weißt du denn davon? Nein, Moment, nicht. Ja, es waren Livia und Amina, die das zusammen ausgeheckt hatten. Amina hat es mir auch erst später erzählt. Es war die Jugo-Connection, die dieses Fall fast zum Überlauf gebracht hatte. Ich konnte das die letzten Jahre nicht erzählen, dass nicht strafrechtlich relevant gewesen wäre. Jetzt, da Amina nach Kanada ausgewandert ist und ich in Pension bin, möchte ich aber, dass bekannt wird, dass meine große Kleine mindestens eine so große Heldin ist wie ich. Asja begann zu weinen und Toni drehte sich zu ihr rüber und umarmte sie innig und lange. Sie fehlt mir sehr, weißt du? Nächsten Sommer werde ich sie besuchen. Und ich weiß nicht, ob ich dann zurückkomme. Danke. Petition für Arbeitszeitverkürzung 30 Stunden kann man beim Infotisch unterschreiben. Aber wir vertrauen auf die Jugo Connection, dass die wirklich irgendwann uns overruled in unserer Bescheidenheit. Ja.
Epo!
an Kurt Ovent und Toni Brunner für den spannenden Text. Und jetzt vielen Dank nochmal an die großartige Grillhändel Rotation Crew. Wir springen kurz ein Zelt hier und dann beginnt in ein, zwei Minuten unsere Podiumsdiskussion zum Thema Fair Pay. Also holt euch noch schnell was zu trinken an unserem Infotisch oder zu Hause am Stream und wir sind gleich zurück. Danke. Ja, an alle, die jetzt live dazugeschaltet haben im Stream und neu dazugekommen sind, herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion zum Thema Fair Pay von Links. Wir starten jetzt gleich mit der Podiumsdiskussion und ich möchte recht herzlich unsere Gesprächsteilnehmerinnen, Diskutantinnen zu mir bitten und darf auch gleich unsere hochkarätige Runde vorstellen. Kommt's nur, traut's euch. Ja. Jasmin Hagendorfer, bildende Künstlerin, Kuratorin und Festivalleiterin vom Pornfilm Festival und Transition Queer Film Festival. Weiter links, herzlich willkommen, Irmgard Almer, Geschäftsführerin der IG Kultur Wien. Das ist die Interessensgemeinschaft der für freie und autonome Kulturarbeit, für alle, die es nicht wissen. Auch herzlich willkommen, Fabian Eder. Er ist heute da, unter anderem in seiner Funktion des Vorstandsvorsitzenden des Dachverbandes der österreichischen Filmschaffenden, der Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden und seines Zeichens Kameramann und auch Autor und Regisseur. Zu meiner Rechten, ja, Applaus bitte, danke. Zu meiner Rechten, Melamar, herzlich willkommen, Autorin, Veranstalterin, Moderatorin. Du erzählst vielleicht noch, nachher noch genauer so über dich und was du so machst und was wichtig ist für dich in deiner Arbeit. Und herzlich willkommen auch Lisa Weidenmüller, Schauspielerin bei Film und Theater. Herzlich willkommen. Und ich hoffe, ich kann jetzt auch die Rika zu mir bitten, an meine Seite. Kein Stress, sie wird heute mit mir die Diskussion hier moderieren und wir freuen uns auf eine spannende Diskussion. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Seid so lieb, lasst ihn frei für die... Ja. Und ihr teilt euch zu dritt ein Mikro. Und ihr habt zu zweit ein Mikro dann, ja. Kannst du ruhig hinlegen. Also dabei noch, ja. Okay. So. Wunderbar, Rika, schön, dass du zu uns gefunden hast. Ja, worüber wollen wir heute reden? Fair Pay kann man doch ein sehr breit gefächerter Begriff, was versteht man darunter? Wir wollen heute darüber reden, was ist Arbeit wert? Wie schaut es aus in der Kulturszene, in Kunst und Kultur? Und ja, viele arbeiten hart, engagiert, sie lieben das, was sie machen, sind mit Leidenschaft dabei, manche verdienen ganz gut, bei vielen geht es sich aus. Leider seit Jahren, und das ist ein Thema, das uns jetzt nicht erst seit Corona beschäftigt, sondern seit vielen, vielen Jahren ganz aktuell ist, viele arbeiten an oder unter der Armutsgrenze. Und darum haben wir heute ein breit gefächertes Publikum, unsere Gäste in einem Kulturspektrum eingeladen, damit wir versuchen, einen Großteil irgendwie unseres Schaffens hier in Österreich abzudecken und wollen mal der Situation auf den Zahlen fühlen. Im ersten Teil wollen wir eine kleine Bestandsaufnahme machen und wollen der Frage nachgehen, was läuft schief,
Was sind die großen Probleme und welche Faktoren sind auch dafür verantwortlich? Denn erst wenn wir eine ausgiebige Analyse gemacht haben, können wir im zweiten Teil dann auf eventuelle Lösungsansätze das in Angriff nehmen. Vielleicht habe ich es verpasst. Ich habe mich nicht vorgestellt. Mein Name ist Wolfgang Auer. Ich bin Filmemacher. So viel dazu. Danke. Der Dachverband der österreichischen Filmschaffenden hat 2016 schon eine Studie in Auftrag gegeben zur sozialen Lage der österreichischen Filmschaffenden. Und im Mai, vor einem Monat auf der Diagonale, wurde ein Update präsentiert, wo die Befragung allerdings schon vor Covid-19-Pandemie stattgefunden hat. Nur so viel dazu. Und vielleicht kann uns der Fabian kurz in ein paar Minuten mal erläutern. Seit 2016 hat sich nicht allzu viel verändert, aber damit wir uns ein bisschen auskennen, wie schaut es aus bei den Filmschaffenden in Österreich? Ja, also wie gesagt, ich kann, muss vorausschicken, ich kann tatsächlich wirklich nur für die Filmschaffenden sprechen. Es gibt ja eine große Studie, Kunst und Kultur, soziale Lage vom Bundesministerium. Wir haben die, glaube ich, aus dem 2010er Jahr oder so, wir haben gefunden, dass das unsere Situation zu wenig abdeckt und zu wenig genau beschreibt. In der 2016er Studie haben sich einige Problemfelder herausgestellt, die wir so lokalisiert haben, dass wir gesehen haben, aha, es gibt ein Problem, das heißt Beschäftigung generell. In der Filmbranche ist, wie wahrscheinlich in vielen anderen Kunst- und Kultursparten auch, ist es so, dass man fragmentiert arbeitet, das heißt projektbezogen. Und diese Projektbezogenheit zieht eine Menge von Effekten nach sich, die man am Radar haben muss. Da ist zum einen einmal natürlich die ganze Sozialversicherungsthematik, da ist die Thematik, wie lässt sich der Beruf mit der Familie vereinbaren, wie sind die überhaupt die Chancen auch für Frauen ganz generell, wie schaut die Beschäftigungslage aus und wie schaut auch die sozusagen soziologische Struktur aus, wenn man das so formulieren darf. Und im Wesentlichen ist es so, dass wir festgestellt haben, dass durchschnittlich jeder Filmschaffende durchschnittlich 2 Monate im Jahr überhaupt nicht sozial versichert ist, was eigentlich gar nicht geht, es ist aber so. Wir einfach sehen, dass wir da auf ein großes Problem zurasen, das da Altersarmut heißt. Wir haben renommierte Regisseure, die ganz tolle Filme gemacht haben, internationale Erfolge gefeiert haben und Pensionsbescheide von 500-600 Euro haben. Also da liegt etwas im Argen und ich möchte das also so beschreiben, dass die eigentlich erbrachte Arbeit einfach nicht entsprechend sozial versichert wird. Das ist bei uns ein ganz großes Problem. Ein zweites großes Problem ist die Beschäftigungslage generell. Das heißt, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Filmbranche, sagen wir mal so, Luft nach oben haben, und zwar gewaltig. Und wir haben ein drittes großes Problem und das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr speziell filmisch. Wir haben in unserem Kollektivvertrag die Möglichkeit, eine 60-Stunden-Woche nach einer 60-Stunden-Woche zu arbeiten. Die wird im Regelfall in Anspruch genommen, obwohl das wenn man es genau nimmt, eigentlich gar nicht möglich wäre. Und tatsächlich liegen die Arbeitszeiten zwischen 70 und 80 Stunden in der Woche. Ich meine, das ist, kann jeder an 2 Fingern abrechnen, dass wenn ich eine Woche lang 80 Stunden arbeite,
Bin ich bekanntlich auch nur eine Woche sozialversichert. In Wahrheit sind das aber zwei oder eigentlich drei Wochen, die ich sozialversichert sein müsste oder wenn ich nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es ja in Österreich auch natürlich auch für Kunst- und Kulturschaffende gelten, arbeiten würde, dann wäre die Beschäftigungsdauer natürlich wesentlich länger. Das so mal ganz im Kurzen und ganz grob zusammengefasst. Der Punkt ist, dass wir natürlich sehen, das ist das Update, das der Wolfgang angesprochen hat, dass diese Arbeitsbedingungen auch psychische und physische Erkrankungen nach sich ziehen, dass sie sehr steile Hierarchien begünstigen, dass die ganze Arbeitswelt und auch die Mentalität, die damit einhergeht, ein bisschen ans vorindustrielle oder frühindustrielle Zeitalter erinnert. Also das ist alles ein ziemlich komplexes Thema und wir sind mittlerweile zu der Meinung gelangt, uns wäre schon geholfen, wenn man einmal grundsätzlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es gibt, auch tatsächlich einhalten würde. Oh, ja. Lisa, du bist Schauspielerin, Mikrofon ist da, am Theater und bei Film hast du in den unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet. Da kann man auch unterscheiden zwischen den Institutionen, dem Theater, dem Fixen, aber auch in der freien Szene bist du unterwegs. Vielleicht kannst du uns da kurz einmal aus der Praxis einer Schauspielerin oder deine Perspektive schildern, wie du das deinen Alltag, deinen Arbeitsalltag da erlebst und was es für dich oder deinen Berufsstand da für Hürden und Probleme gibt. Ja, schauen wir mal, ob ich das so zusammenfassen kann, aber grundsätzlich kann ich mich beim Kollegen schon mal anschließen, dass es jetzt im Theater eigentlich ähnlich ist. Also so, was bei Schauspielern ja oft ist, diese hybride Beschäftigung überhaupt. Also du bist eben mal angestellt, dann kriegst du vielleicht wieder eine Honorarnote, wenn du jetzt freier SchauspielerIn bist. Aber selbst die sogenannten Festangestellten sind in Wahrheit ja immer nur befristet beschäftigt, weil sie halt am Theater dann einen Zweijahresvertrag haben, der aber auch wieder aus künstlerischen Gründen natürlich nicht verlängert werden kann. Und das führt auch zu so einem Grundproblem bei dieser Thematik überhaupt, warum wir, glaube ich, so wenig vom Fleck kommen, weil es halt diese Theaterangst und beim Film ist es dann dasselbe, bei SchauspielerInnen ja oder auch bei Regie und anderen Professionen werde ich dann wieder engagiert, werde ich wieder besetzt und wenn ich es für die Gage nicht mache, dann weiß ich, es stehen halt wahrscheinlich schon 20 andere da, die es dann machen, weshalb man es dann doch macht. Oder eben Anproben, Text lernen, das sind ja eben alles Sachen, die eigentlich Arbeitsreisezeit, die auch Arbeitszeit sind. Das Frauenproblem gibt es am Theater genauso. Das Familienthema gibt es. Ich habe hier irgendwie so, sag mal, soll ich irgendwie was anders machen? Ich habe das Gefühl, ich. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, ja? Oder hört ihr das nicht? Also, und auch ein Grundproblem finde ich schon immer ein ganz großes, dass diese Vermischung, weil wir eben sagen, auch von der Institution, wir machen hier ja Kunst, das heißt, wir sind tendenziell sowieso, wir sind ja offen, wir sind, was weiß ich, liberal, links, deswegen gibt es bei uns per se erstmal keine Diskriminierung, da wird niemand ausgeschlossen und wir, wenn wir könnten, würden wir ja auch mehr zahlen und damit wird die Diskussion natürlich im Keim immer schon erstickt, wenn das Selbstverständnis einfach so ist, dass es die Probleme per se negiert oder so nach unten drückt und natürlich in meiner Berufsgruppe dann trotzdem, es gibt ja einen Verband österreichischer Filmschauspieler zum Beispiel, ja, den gibt's, aber insgesamt dieser Ethos eben, dass es unsexy ist, irgendwie sich in eine Gewerkschaft zu begeben oder sich mehr, es ist noch so als Einzelsport, obwohl es ja überhaupt kein Einzelsport ist, sondern
Aber das führt eben auch dazu, dass, glaube ich, zu wenig auch von der eigenen Berufsgruppe, wenn man sich jetzt mal an die eigene Nase fasst, Bewusstsein ist, dass das auch Probleme sind, wenn ich eine Mindestgage durchsetzen will, dann muss ich das irgendwie über einen Tarifvertrag machen, dann haben aber alle was davon. Und so kocht immer jeder seine eigene, ist so ein bisschen um sein eigenes Fortkommen mehr bemüht, als sich mit solchen Themen zu befassen, würde ich sagen, dass das auch ein Teil des Problems ist. Ja, den Einblick gegeben hast. Ich gebe jetzt. Jetzt gebe ich das Wort an die Jasmin weiter, als bildende Künstlerin. Das heißt, super, das Mikro. Danke. Damit sie uns kurz schildert, wie es in der bildenden oder angewandten Kunst zugeht. Ja, ich glaube, ich kann das Problem sogar von zwei Seiten beleuchten. Ich bin ja zum einen bildende Künstlerin selbst, zum anderen Filmfestivalleiterin. Da treffen schon zwei starke Welten aufeinander. Als bildende Künstlerin würde ich halt mal sagen, ich glaube, man neigt einfach dazu, sich einfach optimal selbst auszubeuten. Das ist es, glaube ich, was man die ganze Zeit über tut. Man ist ja auch die eigene Ich-AG. Ich muss nicht nur Kunst schaffen, ja, sondern ich muss irgendwie mein Marketing machen, meine eigene Presse machen. Ich soll auch vielleicht noch irgendwie eine Homepage zwischendurch bauen können, ein Portfolio aufstellen und auch noch netzwerken. Und das alles unter den Hut zu kriegen, ist letztendlich schon sehr, sehr, sehr viel verlangt. Wie gesagt, die meisten in der Sparte, jetzt in der bildenden Kunst, von der ich jetzt gerade rede, die noch nicht im Top-Level angekommen sind, würde ich mal sagen, haben wahrscheinlich auch einen ganz normalen Brotjob. Auch ich habe neben einem 40-Stunden-Job zum Beispiel all das noch gemacht. Also ja, optimale Selbstausbeutung, das ist eines der größten Probleme. Wenn ich es jetzt von der Warte des Festivals mehr aussehe, da würde ich wiederum sagen, ich meine, da hat man Verantwortung für andere Menschen, hat auch viel zu wenig Geld, massiv viel zu wenig, muss das irgendwie alles unter einem Hut bringen, dann noch Verantwortung aufzubringen, sollte irgendwie fair entlohnen. Ja, lol, sage ich da gleich mal dazu. Aber das ist halt einfach die Lebensrealität. Okay. Ja. Hallo? Ja, also ich bin die Melama. Bitte, vielleicht kann man das Kabel befreien. Jawohl. Super, danke. Also ich bin meines Zeichens Autorin und Veranstalterin von Literaturveranstaltungen, also von Lesungen, Open Mics und so weiter. Insofern kenne auch ich zwei Seiten. Ja. Und ich möchte vielleicht einmal ein Wort dazu sagen, wovon leben Schriftsteller überhaupt? Das gängige Bild ist irgendwie so, der Schriftsteller, ja, der verkauft Bücher und der lebt von Verkaufseinnahmen und von Tantiemen. Wenn wir ein kleines Rechenspiel machen, wenn ich sage, ich möchte wenigstens 1000 Euro brutto im Monat verdienen, dann müsste ich also 12.000 Bücher im Jahr verkaufen. Da bin ich schon im Bestseller-Segment. Das heißt, für so ein lächerliches Gehalt müsste ich eigentlich schon jedes Jahr einen Bestseller haben. Die Realität ist so, die meisten SchriftstellerInnen leben hauptsächlich von Lesungshonoraren, von Stipendien und in glücklichen Situationen von Preisgeldern. Und auch in der Schriftstellerei ist es natürlich so, dass sehr, sehr viele Leute irgendwelche Brotjobs haben, ja, die irgendwelche Unterrichtstätigkeiten oder was auch immer. Und es ist natürlich, was Fair Pay betrifft, jetzt von der Veranstalterseite her gesprochen, ist es natürlich so, es ist bei Lesungen zum Beispiel nicht üblich, Eintritt zu verlangen. Ja? Wir haben ein Fördersystem, das eben auch dazu beiträgt, als Schattenseite, als Nebeneffekt, dass kein Mensch, keine Ahnung, ich meine, ich war in Berlin oder in Paris, ist das ganz normal, dass man für eine Lesung wenigstens 5 Euro Eintritt zahlt oder so. Das ist in Wien überhaupt nicht üblich. Das heißt, man hängt eigentlich extrem an den Fördertöpfen. Und wenn ich jetzt eine Veranstaltung machen will und ich stelle einen Antrag, was weiß ich, bei irgendeinem Bezirksfördertopf oder so, dann bekomme ich natürlich nie das, was ich beantragt habe, sondern einen Bruchteil davon. Und da muss ich mir entscheiden, lade ich entweder weniger Autorinnen ein oder
zahle ich den Autorinnen weit weniger an Gage aus, als ich ihnen auszahlen möchte. Ja? Oder wahrscheinlich wird es dann halt ein Kompromiss aus beiden Situationen sein. Aber das ist halt irgendwie so, ich möchte als Veranstalterin Fair Pay machen, aber das Problem ist halt, wem gebe ich dann das Geld? Also es bräuchte eigentlich viel, viel, viel mehr an Fördergeldern, damit sich Fair Pay für alle wirklich ausgeht. Und damit dann nicht erst recht wieder die, die weniger etabliert sind, weniger bekannt sind und so weiter, dann plötzlich ganz ausgeschlossen sind und die Gelder dann zu den Bekannteren hinüberwandern sozusagen. Ich glaube, ich möchte da gleich was anschließen, weil du es auch angesprochen hast. Die Fördertöpfe sind natürlich ein großer Punkt, wenn wir immer über Gelder reden, aber auch halt der Zugang zu Fördertöpfen muss ja auch immer mitbedacht werden. Wer kann denn das alles wirklich schön und toll ausfüllen? Wer hat denn die Möglichkeit, das überhaupt rüberzubringen, Rechenbeispiele zu machen? Das hat ja auch immer was mit Klasse und mit Bildung zu tun. Und natürlich sind da per se ganz viele Menschen schon mal ausgeschlossen und haben einfach nicht die Möglichkeit, super coole, tolle, super designte Förderungen zu machen. Sehe ich auch als Problem. Ich meine, bei uns in der Literatur ist es zum Beispiel so, dass es nach wie vor relativ normal ist, dass Menschen Autodidakten sind. Ich meine, mittlerweile gibt es ja ein Studium für Sprachkunst an der Angewandt. Ich finde das auch super, ja, dass man auch Sprachkunst studieren kann, genauso wie bildende Kunst oder sonst was. Aber es zeichnet sich in der jüngeren Generation schon ab, dass die, die diesen Abschluss dann nicht haben, sozusagen das Problem haben, ja, stehe ich dann vor verschlossenen Türen. Und ich habe zum Beispiel einmal eine Veranstaltung eingereicht, wo ich ein Programm mit einem Musiker gemeinsam gemacht habe. Es war eine Lesung mit Musik. Dann hat man mir bei der Literaturabteilung gesagt, nein, das ist ein Musikprojekt, das muss ich bei der Musik einreichen. Bei der Musik hat man mir dann gesagt, der Antrag wäre unvollständig, denn es fehlt das Diplom des Musikers. Und ich habe dann nachgefragt, was genau sie brauchen. Und es hat geheißen, naja, entweder ein Diplom von einem Konservatorium oder zumindest muss er Musikwissenschaft oder Komposition oder so etwas studiert haben. Jetzt war aber der Musiker, mit dem ich gearbeitet habe, der Sohn eines Musikschullehrers und ist mit Musik aufgewachsen und hat es dann nie für nötig befunden, dann auch noch ein aufs Konz zu gehen. Und so haben wir dann halt quasi für den Hut gespült. Ja, also das ist halt leider die Situation, dass da so eine seltsame Selektion dann auch stattfindet. Ja. Danke. Ja, die Förderstrukturen und wie Österreich so gewachsen ist über die Jahre, das hören wir uns gleich an. Wir reden noch detaillierter drüber. Ich möchte die Irmi jetzt fragen, gerade in der Runde, weil das, was du jetzt gehört hast, das ist dir von der EG Kultur Wien nichts Neues. Ihr habt das Thema Fair Pay schon seit Jahren, tragt sie für euch her, habt schon Kampagnen gemacht. Vielleicht kannst du uns da aus deiner Perspektive erzählen. Sage ich dazu mal ein bisschen was. Also, gerne, ja. Also Unterbezahlung und Selbstausbeutung ist halt das klassische Thema in der freien Kulturarbeit. Betrifft natürlich andere Arbeitssektoren auch, aber wir sprechen ja heute über Fair Pay im Kunst- und Kulturbereich. Und was man halt schon sagen muss, dass Österreich sprechen natürlich gerade nicht kommerzielle, also nicht gewinnorientierte Projekte. Und ich würde jetzt sagen, viele Künstlerinnen, Kulturarbeiterinnen, Kulturschaffende haben natürlich den Anspruch, jetzt nicht unbedingt gewinnorientiert als Firma das zu agieren. Ist es so, dass natürlich sehr viel davon abhängt, bekomme ich eine Förderung für das, was ich tue, vom Land, vom Bezirk oder vom Bund? So. Das ist aus meiner Sicht einmal so ein ganz wichtiger Punkt oder ein ganz wichtiger Teil im Rahmen des Problemaufrisses. In dem Zusammenhang haben wir vor jetzt, das Bohren harter Bretter ist hier ein ganz gutes Stichwort, die Kampagne Fair Pay für Kunst- und Kulturarbeit mit initiiert. Man muss dazu sagen, dass Pionierarbeit eigentlich die Kulturplattform Oberösterreich geleistet hat. Ein Jahr davor, also 2008, haben die angefangen, eine Kampagne zu starten in Oberösterreich, wo es darum gegangen ist, zu sagen, Kulturarbeit ist Arbeit. Und damit sozusagen das Image der Kulturarbeit oder des künstlerischen Tuns prinzipiell einmal zu heben. Also im Sinne von, das ist keine Arbeit, die man gratis macht, die man ehrenamtlich macht, sondern die als Arbeit auch zu bezahlen ist.
für die IG Kultur Wien sprechend, es ist schon so, dass wir als Interessensvertretung vorwiegend Kulturinitiativen und Kulturvereine vertreten. Also wir sind keine Künstlerinnenvertretung, Kulturarbeiterinnen im weitesten Sinne vertreten, versuchen wir schon auch mitzuvertreten. Aber der Ursprung der IG Kultur Wien, haben letztes Jahr 30 Jahre gefeiert, kommt eigentlich aus der Besetzungsbewegung in Wien. Wir arbeiten sehr viel im soziokulturellen Bereich. Und im Prinzip ist es so, dass wir auch ein bisschen in einer zweischneidigen Situation sind, dass wir, wenn wir Vereine vertreten, die natürlich, Jasmin hat es ja angesprochen, sozusagen selbst auch Personal hat, für das es sozusagen fair bezahlen sollte, und gleichzeitig natürlich als Einzelkünstlerin oder als Kulturarbeiterin selber natürlich auch fair entlohnt werden möchte. Und die Kampagne hat schon sehr stark darauf abgezielt, die Politik einerseits zu sensibilisieren, dass nicht nur Hochkultur angemessen zu bezahlen ist, sondern auch freie Kulturarbeit zu bezahlen ist. Das ist das eine. Aber der Versuch war natürlich auch nach innen zu wirken. Das heißt, in die Szene hinein, das ist das, was die Kollegin vorher gesagt hat, dieses Einzelkämpfertum irgendwie auch ein bisschen aufzuweichen. Ich habe Verständnis für all diejenigen, die sagen, sie schauen, dass sie selbst zu ihrem Geld kommen, ist natürlich klar. Aber auch natürlich den Stellenwert dessen, was man macht und den Selbstwert für das, was man macht, irgendwie auch zu stärken, zu sagen, zu dem Preis mache ich das einfach nicht. Und ich kann dann gerne ein kurzes Update geben, wo man heute in dieser ganzen Kampagne steht, aber ein ganz wichtiger Zielpunkt war tatsächlich, die Politik dahingehend zu sensibilisieren, zu sagen, das gehört halt fair bezahlt. Wir sind weit entfernt von Kollektivverträgen, sowas gibt es gar nicht. Was wir vor 2 Jahren versucht haben, ist unter anderem mit Kolleginnen, der Dachverband war auch dabei, in Wien gab es ein Symposium dazu, Honorarrichtlinien zu gestalten und zu sagen, das sind Dinge, an denen man sich zumindest, wenn man einreicht, orientieren kann, um sowas wie ein Fair Pay Gap überhaupt einmal zu errechnen und zu sagen, okay, das fehlt eigentlich. Ich würde es ganz gerne mal so stehen lassen, man kann ja da noch ergänzen, wo es heute in der kulturpolitischen Arbeit steht, was das Thema betrifft. Das wäre es jetzt mal von meiner Seite in einer ersten Runde. Aber da kann ich zum Beispiel für meine, ich habe mir die nämlich von der IG Freien Theater extra nochmal angeguckt. Also das sind sozusagen schöne Empfehlungen, die also, ja, nicht mal an festen Häusern habe ich das teilweise gekriegt. Das sind Empfehlungen. Ich kann für die IG Freie Theater nicht sprechen, das mache ich auch nicht. Das sind Honoraruntergrenzen. Das ist was anderes wie vertraglich ausgehandelte Gehaltsschemata. Was man dazu ergänzen muss, ist noch, das wollte ich zuerst sagen, mit Verein und Einzelkulturarbeiterin. Es gibt in der freien Szene relativ wenig Anstellungsverhältnisse. Also dann ist es gesetzlich verpflichtet. Und der Punkt ist der, dass man auch auf Honorarrichtlinien schauen muss. Das heißt, was sind meine Stundensätze? Und für das haben wir im Rahmen der Kampagne auch 2 Richtlinien erarbeitet, die schon sehr hoch angesetzt sind. Und da kenne ich zum Beispiel auch Gespräche mit Fördergeberinnen, die dann sagen, das ist wahnsinnig hoch, das zahlt uns keiner. Das wäre so ein bisschen das Gegenbild zu Honoraruntergrenzen. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, adäquate Stundensätze mal vorzuschlagen. Und empfehle natürlich auch jedem, das einzureichen, um sichtbar zu machen, wie hoch der Bedarf tatsächlich ist. Vielleicht hier einhaken. Es ist schon gefallen, also wir reden von Fair Pay und generell auch würden alle doch irgendwie gern Fair Pay zahlen, aber es geht sich doch irgendwie nicht aus. Ein kurzer Exkurs, ich versuche mich wirklich kurz zu halten, aber in die Vergangenheit hier, dann wie unser System gewachsen ist, das war, ich gehe nicht schrecken, aber ich fange nach dem Zweiten Weltkrieg an, da wurde ausgerufen, dass Österreich eine Kulturnation ist, man hat hier Geld zur Verfügung gestellt für die Kulturämter, um das aufzubauen, um Österreich als Kulturnation zu vermarkten, das hat wirtschaftliche Gründe gehabt, das ist der Hintergrund, also Kultur war nicht irgendwie da, um Kultur zu fördern, sondern um damit Geld zu lukrieren. Und es ging auch um die Identität, ganz richtig, danke. Und so ist es gewachsen und dann wurden die sogenannten Institutionen gegründet, das sind die großen Häuser, Staatsoper, Burgtheater und so weiter. Und es gab dann noch Geld auch für die freie Szene, die eben außerhalb dieser Institutionen agiert hat. Später dann in den 70ern haben sich zu diesen fixen Institutionen, die immer den fixen Fördergeld bekommen haben, haben sich dann die freie Szene ein bisschen institutionalisiert
Und die haben dann natürlich auch ihren jährlichen Topf bekommen, ihre jährliche Förderung, was auch wichtig war. Und dann hat sich quasi neben dieser freien Szene, die sich institutionalisiert hat, gibt es eine weitere freie Szene. Und ihr seht schon, es ist immer weniger Geld übergeblieben für die freie Szene. Und Kulturvereine kamen dazu, Interessensgemeinschaften, aber es gab quasi immer weniger Geld, Förderung, wovon die Kunst und Kultur in Österreich lebt, wovon diese Arbeit bezahlt werden soll und die auch Fair Pay bezahlt, die auch fair bezahlt werden sollte. Und da stehen wir heute, was du gesagt hast. Und ja, das hat sich dann seit den 70ern so denken, aber die Strukturen sind mehr oder weniger die gleichen, wie damals gewachsen sind. Und jetzt gibt es einen Kuchen, der ist mehr oder weniger groß oder klein. Und es streiten sich irgendwie alle um ein paar Krümel, die übrig sind. Jetzt wollte ich fragen, Irmi, du kennst dich da, du hast eh schon angeschnitten, aber du arbeitest in der freien Szene. Was ist da irgendwie wichtig aus deinem Blickwinkel, was da, wie soll ich sagen, was da eben quasi so dieses System gewachsen ist, was da eigentlich falsch läuft, was da nicht funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, jetzt kann man mich hören. Ja, weil du die Budgets angesprochen hast, ich meine, es gibt keine rechtliche Garantie dafür, dass man gefördert wird. So, das ist einmal prinzipiell so, ja. Ich meine, wenn man sich internationale Vergleiche ansieht, ist es so, dass in Österreich sehr hoch subventioniert wird, auch im Kulturbereich. Und wenn es darum geht, was du jetzt auch geschichtlich aufgerissen hast, die freie Szene hat über die Jahrzehnte natürlich immer mehr den Anspruch erhoben, auch Teil von diesem Kuchen zu bekommen. Und das hat die Pandemie ja jetzt auch gezeigt, unter anderem eben auch so weit, dass die damalige Kultursekretärin Ulrike Lunacek zurücktreten musste, dass Österreich zwar als Kulturnation ausgerufen wird, aber finanziell und budgetär sieht es halt da ganz anders aus. Und ich glaube, dass man da irgendwie hinschauen muss. Ich halte ja nichts davon zu sagen, dass man sozusagen sich um die wenigen Krümel streitet, darum geht es ja nicht, sondern es geht darum zu sagen, wenn ich fair bezahlen will, angemessen von meiner Arbeit leben will, das ist ja das, um was es geht, ich muss ja angemessen bezahlt werden, sonst kann ich davon nicht leben, sonst ist Kunst irgendwie Ehrenamt oder Nebenerwerb oder so, dann muss ich dementsprechend noch schauen, wie ich zu den Geldern komme. So, und das ist der Appell an die Politik, fairer zu bezahlen, wenn jemand mit was auch immer eingereicht wird, förderwürdig ist. Das ist so prinzipiell die Forderung, die wir haben. Und da wird man natürlich auch darüber nachdenken müssen, inwiefern man Budgets nicht nur erhöht, sondern wie man auch innerhalb von Budgets umschichtet. Ja? Mehr kann ich dazu jetzt gerade auch nicht sagen, aber das ist halt eine alte Forderung und anders geht es halt nicht. Ja, danke. Fabian, ich würde gerne bei dir anschließen. Filmbranche, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der dominiert, weiß ich, Preisgestaltung. Inwieweit aus deiner Sicht ist dieses gewachsene System, mit dem wir jetzt hier leben müssen, jeden Tag irgendwie arbeiten müssen und in dem wir uns versuchen, über Wasser zu halten, wie weit irgendwie hat dieses gewachsene System Einfluss auf das Arbeiten der österreichischen Filmschaffenden? Naja, das ist exemplarisch und das ist gleichzeitig, glaube ich, für alle anderen Sparten dasselbe. Ich möchte noch einmal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, dass einer der großen Fehler, die wir machen, ist, beginnt in der Semantik. Ja. Kunst und Kultur sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Worüber wir sprechen, ist letzten Endes die Finanzierung der freien Szene. Und wenn wir uns jetzt die Budgets anschauen, dann sind die zu gering. Ja. Und es ist ganz klar, dass eine der zentralen Forderungen, die übrigens auch vom,
vom Erwin Leder ja ganz, ganz heftig, das ist von der Schauspielergewerkschaft ganz heftig formuliert wird, ist eine Anhebung des Kunst- und Kulturbudgets auf 1% des BIP. Ja, das ist eine sehr vernünftige und längst überfällige Sache. Aber, und das will ich sozusagen hier ein bisschen kontroversiell einstreuen, ein Künstler, der ein Budget nicht bis zum Brechen ausreizt, ist ein schlechter Künstler. Der hat seine Arbeit nicht gemacht. Ja? Und die Frage ist, wie stellen wir das regulativ her? Wenn ich heute ein Festival mache oder eine Veranstaltung und ich kalkuliere sie und ich sehe, dass die Mittel, die ich zur Verfügung habe, für diese Veranstaltung nicht ausreichen und ich bezahle die Leute nicht entsprechend, wer ist dann schuld? Das Budget oder ich als Veranstalter? Diese Frage müssen wir uns gefallen lassen. Ja? Und das ändert sich auch nicht mit einem höheren Budget, ja? Sondern mit einem höheren Budget verschiebt sich das. Und ich glaube, dass dort einer der Punkte ist, weil das Interessante ist ja, wir haben eine Anlaufstelle für Machtmissbrauch gemacht, wie du, haben wir auf der Diagonale präsentiert. Und dabei ist herausgekommen, dass einer der Kernpunkte der ist, dass bei uns jedes Projekt zur Ausnahme erklärt wird. Klar, sieht jeder, wenn ich einen Film mache, ist das eine Ausnahmesituation. Für mich ist der Film das Wichtigste, was ich in meinem Leben mache. Sonst brauche ich gar nicht anfangen. Ja? Aber wenn die Ausnahme, wenn jede Produktion die Ausnahme ist, dann ist die Ausnahme die Regel. Und dort beißt sich die Ratte in den Schwanz. Ja? Wenn wir jetzt sozusagen permanent in einem Ausnahmezustand uns befinden, dann dürfen wir uns auch nicht darüber wundern, dass unsere Arbeits- und Lebenssituationen eine Ausnahme sind und die der Regelfall ist. Ich glaube, ich möchte da gleich auch mal was anschließen. Na klar, ja natürlich, aber also irgendwie hat es nur zwei Seiten. Ich meine, ich betreibe jetzt das Filmfestival-Business ja auch schon ungefähr 3-4 Jahre und es ist halt natürlich klar, man budgetiert immer, man budgetiert auch richtig, auch aufgrund solcher Maßnahmen wie von der IG Kultur, die halt mal vorgeben, was sollen wir eigentlich verlangen. Finde ich super übrigens, um es auch selber mal zu lernen und wertzuschätzen, was man macht. Aber an Prozessen, Filmfestival auf die Beine zu stellen oder eine Lesung oder ein Theaterstück ist oder ein Film, ich meine, wie es das eh selber wissen, ist ein wahnsinnig, wahnsinnig langer Prozess. Ich kann jetzt von mir aus gehen, es ist ein Jahr, auf das man hinarbeitet. Das Budget verändert sich sozusagen täglich, will ich nicht sagen, aber so ungefähr. Auf die Förderung wartest halt auch mal auf ein Jahr oder nein, vielleicht ein halbes Jahr, 3 Monate. Dazwischen versuchst du noch Sponsoring irgendwie zu krallen. Also das ist alles so ein fluktuierender Prozess irgendwie, dass natürlich das auch schwierig ist, immer wieder neu anzupassen. Aber klar braucht es das. Es braucht natürlich da ein gutes Auge drauf. Es braucht auch eine sehr offene Transparenz, finde ich, gegenüber allen, die in dem Projekt mit dabei sind, um zu sehen, wo ist der Stand des Projektes überhaupt und ein Abgleich des, was ist möglich, was kann überhaupt möglich sein. Ich glaube, trotzdem, was auch so ein bisschen generell fehlt, also jetzt um auch ein bisschen weg von den Fördertöpfen zu kommen, ist ja auch sozusagen wirklich die gesellschaftliche Rezeption dessen, was wir machen. Finde ich auch, in Corona hat man es zum Beispiel ganz gut gesehen, es gab ja diese ganz lustige Studie, was sind die am wenigsten wertgeschätztesten oder notwendigsten Berufe. Da waren die Künstler gleich mal relativ weit unten angesiedelt, wunderschön. Auch ein bisschen eigenartig, wenn man dann darüber nachdenkt, dass alle, die sich nach ihrem wunderschönen Homeoffice zurückziehen, dann wahrscheinlich doch Musik hören werden, Bücher lesen werden, Kunstbände durchblättern werden, also auch ein bisschen per se, naja. Aber ja, es braucht natürlich viele verschiedene Dinge, das zu betrachten. Aber ja, ich denke, du wirst was anschließen. Ganz kurz dazu, ja, natürlich, ja. Wenn wir aber sozusagen bei den Festivals, ich habe über die VDFS, zum Beispiel bei den Filmfestivals, weil wir da ja sehr viele Festivals fördern, ein bisschen einen Einblick in die Budgets und sehe auch hin und wieder Kalkulationen dazu. Und mir graust davor. Und zwar, weil die Leute, die das machen, jetzt du nicht, ja, aber ganz viele Anträge kommen,
die sind einfach so kalkuliert, dass du sagst, Kinder, wenn ihr das nicht zusammenschreiben könnt, macht's kein Festival, weil ihr das einfach nicht kennt. Und da gehört schon ein bisschen eine Fertigkeit und auch eine Vernunft dazu, um sozusagen die minimalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen herzustellen, dass meine Mitarbeiter und ich halbwegs in einem Fair-Pay-Raster arbeiten können. Ja? Aber, und das ist zum Beispiel, da lege ich jetzt gleich für dich auch auf, ja, was wir in der Filmbranche gesehen haben und in der Studie zur sozialen Lage auch erkannt haben, ist, dass in dem ganzen Förderwesen, wir sprechen immer nur über den Produktionsprozess, wir sprechen nie über den Vertrieb. Wir haben in unseren, und das macht auch keiner von uns, ja, ich mache es auch nicht, ich produziere einen Film und dann kümmere ich mich um einen Vertrieb, dann schaue ich, dass ich einen Verleih finde, vielleicht kauft ihn ein Sender, vielleicht auch nicht, vielleicht geht das alles schief, aber das passiert viel zu spät natürlich und es wird in der Produktion selbst nicht einkalkuliert, dass ich das, was ich da als Kunstwerk herstellen möchte, auch in irgendeiner Form an die Menschen bringe. Ja? Und da sind wir dann beim ORF, der natürlich da eine zentrale Rolle spielt, einfach als eine mediale Plattform, die verbreitet. Ja? Aber das ist ein zweites Thema. Aber diese Vertriebsgeschichte, ich kriege eine Förderung, ein Stipendium, irgendwas, ich schreibe etwas. So, und was ist dann? Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was in den Köpfen rein muss. Aber das ist natürlich bei der Politik unpopulär, weil es heißt, wenn wir jetzt einen Teil unserer Budgets für den Vertrieb reservieren, wird weniger produziert. Also ich möchte noch einmal auf das Thema eingehen mit den Mindesthonoraren. Also es gibt auch von den IG-Autorinnen, Autoren Mindesthonorare für Lesungen, sowohl für Einzellesungen als auch für Gruppenlesungen. Und ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass sich das zu allen, die Lesungen organisieren, auch wirklich so durchgesprochen hat. Also ich habe mal im 8. Bezirk zum Beispiel eine Lesereihe, Förderung für eine Lesereihe beantragt. Das wäre gewesen eine monatliche Lesereihe, also 10 Veranstaltungen. Und ich habe genau diese Honorarsätze von den IG-Autorinnen, Autoren in die Kostenaufstellung rein, plus natürlich ein Organisationshonorar und so weiter. Und die haben mich dann zur Bezirkskulturkommissionssitzung eingeladen, wo ich mein Projekt dann dort präsentieren durfte. Und da kam dann raus, die waren entsetzt, dass das so teuer ist. Ja, warum muss das so teuer sein? Und ich habe ihnen dann erklärt eben, ja, naja, das sind diese Mindestsätze von den IG-Autorinnen und Autoren. Und schließlich ist eine einstündige Lesung ja nicht eine Stunde Arbeit, sondern der Text muss ja vorher mal entstehen und so weiter. Ja. Und im Endeffekt habe ich dann weniger Geld bekommen und weniger Veranstaltungen gemacht. Es waren anstatt 10 Veranstaltungen nur 4. Aber allein die Tatsache, dass die so entsetzt waren über diesen Betrag, hat mich schon nachdenklich gemacht, weil im 8. Bezirk finden sehr viele Lesungen statt und offensichtlich gibt es sehr viele Veranstalter, die gleich von vornherein niedrigere Honorarsätze hineinschreiben, weil sie immer denken, na, so viel kriege ich eh nicht, oder die halt irgendwie schon diese ganze Selbstausbeutung eigentlich von vornherein als gegeben hinnehmen. Und deshalb glaube ich, muss man das auch an die Veranstalter noch viel mehr kommunizieren. Ja, um diesen Gap eben aufzuzeigen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Das ist vielleicht auch eine kontroverse These, aber zumindest fürs Theater gesprochen, für andere Kunstsparten wage ich mich das jetzt nicht vor, aber es ist natürlich auch die Frage, wie viel wird produziert. Also auch jetzt in Corona ist ja ein unheimlicher Premierenstau, weil alle weiter geprobt haben und Dings. Und man fragt sich, wer soll das wann alles schauen? Und auch eine These oder Frage, finde ich immer, wäre, was denn wäre, wenn, egal ob es jetzt ein Stadttheater, ein Landestheater oder in der freien Szene ist, da gibt es dann nämlich auch Vorgaben, wie viel Premieren sein müssen. Und man kann sich eben fragen, was denn wäre, wenn es... Also wird zu viel produziert, was wäre, wenn man ein bisschen weniger macht, das aber besser budgetiert, sodass auch jetzt die Kostümbildnerin oder die SchauspielerInnen eben nicht mehr von einem Projekt zum nächsten machen muss, um das Mindestding zu kriegen, sondern eine Sache macht, die richtig bezahlt wird und dann einfach noch 2 Stücke macht und damit reicht's und so rennt sie quasi zum Brotberuf vielleicht, macht das oder macht eben 10 freie Projekte und kommt nicht auf das Geld. Also das ist ja auch
finde ich, immer die Frage, und dafür bräuchte es, finde ich, also zumindest für den Bereich der darstellenden Künste, weil ich bin in einer Initiative, die nennt sich Kilde Trauerspiel, da geht es darum, dass einfach Zahlen fehlen. Also jetzt haben sie zwar Gender Reports irgendwie im November im Parlament beschlossen, aber in Deutschland gibt es 2016, jetzt war 2020, 500 Seiten, da ist Rundfunkorchester, Bibliothek, AutorInnen, Komposition, das Ausbildungsstätten und es gibt Zahlen und das kann man erfassen und dann kann man, finde ich, auch gezielter mal Maßnahmen setzen, weil ein Riesenproblem ist immer diese gefühlten Wahrheiten. Also beim Film ist es, glaube ich, wirklich anders, die haben viel mehr Zahlen, aber für Theater ist einfach so, da gibt es hier mal eine Bedarfserhebung und da wird eine Umfrage gemacht, aber es fehlt einfach eine flächendeckende Studie dazu, die natürlich keiner finanzieren will. Oder ich frage mich immer, ob es Absicht ist, dass es keine gibt. Aber ja, ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle eine kurze Pause. Und weil wir haben jetzt gehört, so was, wie wir arbeiten sollen. Und die Lisa hat schon angesprochen, so in Richtung Lösungsvorschläge. Ich würde sagen, denen widmen wir uns nach einer kurzen Pause und schauen, gehen dann den Fragen nach, so was braucht es, um diese Situation zu verbessern? Wie können wir in diesen Strukturen arbeiten? Oder auch, wie müssen wir diese Strukturen verändern? Und wie können wir dann auch das so erreichen, dass auch wir als Arbeitgeber, Institutionen, Produktionen als Arbeitgeber oder wir als Künstlerinnen auch selber fair bezahlen können oder fair bezahlt werden. 5 bis 10 Minuten Pause und dann sind wir zurück. Dankeschön. Ich hoffe, ihr seid alle erfrischt und alle wieder vollständig. Die Rika kommt dann hoffentlich noch, und wenn sie mag. Ja, vielleicht wollen wir es jetzt in der zweiten Runde konkreter machen und vielleicht gleich mal die Frage an dich, was braucht es, um die Situation zu verbessern. In deinem Bereich, kurz, vielleicht damit wir auch vielleicht jetzt in der halben Stunde, die wir noch, knappen halben Stunde, die wir noch haben, auch dann Forderungen artikulieren können, die konkreter sind. Ja, gute Frage. Was braucht es eigentlich wirklich? Ich denke, es braucht auf jeden Fall mal ganz viel Sichtbarkeit für das Problem. Das muss es auf jeden Fall geben, um als solches anerkannt zu werden. Natürlich, es ist auch schon lang diskutiert, aber es muss immer wieder weiter diskutiert werden und wirklich gesehen werden, was steckt da dahinter, wie viel sind, wir haben hier ein bisschen in der Pause geredet, wie viel sind Produktionen wert, was bedeutet es, künstlerisch zu arbeiten, was bedeutet eigentlich ein Filmfestival auf die Beine zu stellen. All das braucht ein bisschen Transparenz, damit es einfach auch von außen gesehen werden kann. Ich denke, es braucht auf jeden Fall auch innerhalb Transparenz, sehr offen zu sein mit dem, was geht, was auch nicht geht, ehrlich gesagt, und mit den eigenen Projekten auf jeden Fall einen offenen, bewussten Umgang zu schaffen, auch immer wieder vielleicht unangenehme Situationen anzusprechen,
mal zu sagen, okay, gut, mein Budget ist leider nur so, ich kann dir nur das und das zahlen, aber ja, einen Gesamtblick drauf auch nicht verwehren, würde ich mal irgendwie sagen. Das ist so, sind mal ein paar Lösungsansätze, aber ich bin gespannt, was noch kommt. Ja. Wollt ihr gleich anschließen? Ja, ich spreche jetzt nicht für eine bestimmte Branche oder so, aber ich kann Jasmin jetzt nur zustimmen, man muss das weiter im Gespräch halten und es braucht vielleicht auch die aufgerissenen Augen von Politikerinnen und von Fördergeberinnen, die sich einmal damit auseinandersetzen müssen, was das prinzipiell kosten würde und was es wert ist. Ich denke, es braucht prinzipiell auch eine Wertschätzung für das, was Kunst- und Kulturschaffende leisten. Das macht sich halt daran fest, dass Sachen auch zu bezahlen sind. Also jetzt spreche ich nicht nur von Fördergebern, sondern diejenigen, ist mir das wert, ins Kino zu gehen, ist mir das wert, in ein Konzert zu gehen, zahle ich das auch. Es ist halt nicht alles immer gratis und for free. Und was es vor allem braucht, und dafür arbeiten wir halt in der Interessensvertretung, ist, es braucht ein politisches Gegenüber, das nicht nur signalisiert, sondern auch Schritt für Schritt versucht, Fair-Pay-Richtlinien umzusetzen. Es gab ja 2019 erstmals auch in Kooperation mit der Kulturstadträtin Veronika Korb-Hasler ein Symposium zum Thema Fair Pay. Da waren ja alle Interessensvertretungen mit vertreten, unter anderem auch der Dachverband der Filmschaffenden, wir auch als IG Kultur Wien. Und immerhin ist es jetzt so weit, dass es in den Leitlinien der MA7 drinnen steht, dass es fairen Lohn geben soll. Das ist allerdings natürlich nicht rechtlich einklagbar, aber es ist zumindest einmal ein Lippenbekenntnis und ein Bekenntnis und es ist verschriftlicht. Und auf Bundesebene ist es so, dass im Herbst 2020 ein Forum Fairness gestartet wurde, wo es eben darum gehen soll, eben Strategien für die Umsetzung von Fair Pay zu arbeiten. Das sind die Interessensvertretungen, soweit ich weiß, auch eingebunden, die IG Kultur als Dachverband in Österreich auch. Und also diesen Austausch braucht es auf jeden Fall. Was es nicht braucht, ist Blockadepolitik von Seiten der Politik und das Selbstverständnis, dass das alles für gratis ist. Und natürlich auch die Diskussion, wie viel ist Kunst und Kultur wert? Und das heißt für mich tatsächlich auch, dass es budgetäre Umschichtungen gibt. Es gibt andere Bereiche, in denen auch der Staat viel zahlt. Warum nicht auch für Kunst und Kultur? Also wenn man das ernst nimmt, Österreich ist eine Kulturnation, dann sollte das halt auch zusätzlich finanziert werden. Das halte ich für das Schwierigste, muss ich ganz ehrlich sagen. Als Selbstverständnis zu sehen. Ja, natürlich. Kunst, also ja. Ja, also die zentrale Forderung, ich habe es eh schon in der ersten Runde schon gesagt, ist 1% des BIP. Ja, das sollte man jetzt im nächsten Schritt erreichen. Und dann würde ich mir sehr wünschen, wenn man sozusagen vielleicht auch in dem Dialog zwischen Künstlerinnen und Förderstellen mal einen Reset-Knopf drückt und sich darauf verständigt, dass man... dass man auf eine Kostenwahrheit verständigt. Ja? Weil wir haben in der Pause darüber gesprochen, die einen sagen, ich kriege eh nie das, was ich kalkuliere, also kalkuliere ich gleich ein bisschen höher. Die Fördergeber sagen, der kalkuliert irgendwie mal ein bisschen weniger und so. Und das ist einfach ein nicht greifbarer Treibsand. Und es gibt natürlich in anderen Ländern durchaus auch Modelle, die man sich anschauen sollte, wie man mit Mitteln der öffentlichen Hand im Kunst- und Kulturbereich gut umgeht. Weil eines ist klar, auch die freie Szene, wir haben es auch in der Pause besprochen, finanziert sich praktisch zur Gänze aus der öffentlichen Hand. Ja? Das muss man so sehen und auch durchaus so aussprechen. Ich finde das auch richtig und gut. Es gibt aber zum Beispiel in Dänemark, in der Filmförderung gibt es ein System, wo diejenigen, die einreichen für eine Produktion, einen Buddy beigestellt bekommen. Das ist niemand aus einem Ministerium, sondern es ist meistens ein Kollege aus einer anderen Produktionsfirma oder ein anderer Regisseur und, und. Und die begleiten das Projekt, ja, und die helfen dir, wie kannst du dich finanzieren, wenn sie das nicht ausgeht, was kannst du machen, dass man das, was kannst du sozusagen auch an der Substanz des Projekts verändern, ohne die Essenz zu gefährden und es trotzdem umsetzbar zu machen in vielleicht einem kleineren budgetären Rahmen. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Und ich glaube, dass man über diese Lösungen nachdenken muss, weil
Es werden nicht weniger Projekte werden, die eingereicht werden. Es werden auch nicht weniger gute Projekte werden, die eingereicht werden. Es wird aber, fürchte ich, ein sehr steiniger Weg, auch nur ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Und das ist die Situation, mit der wir in irgendeiner Form umgehen müssen. Ja. Was braucht aus deiner Sicht Kostenwahrheit, faire Gehälter als Arbeitnehmerin und Arbeitgeberin in deinen unterschiedlichen Funktionen? Naja, also im Literaturbereich, ich wünsche mir einerseits, natürlich wünsche ich mir ein Mehr an Förderungen, aber ein anderes großes Problem, das ich sehe, ist, als Autorin, wenn ich in eine Buchhandlung gehe, ja, nehmen wir an, ich gehe auf der Marie-Hilfer-Straße in die große Buchhandlung des Marktführers und schaue mir das Regal für österreichische Literatur an, dann sehe ich hauptsächlich deutsche Verlage. Und da denke ich mir, das kann ja auch nicht sein, dass ihr als österreichische Autorin einen deutschen Verlag braucht, damit ich in Österreich im Regal für österreichische Literatur lande. Wir haben in Österreich so viele Verlage, die wunderschöne Bücher machen, die es aber irgendwie auch nicht schaffen, in den Buchhandel zu kommen. Und ich würde mir auch da Unterstützung wünschen, dass es irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Art von Vertriebshilfe und ich finde sowieso, dass Literatur viel zu wenig vorkommt, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich meine, wir haben einmal im Jahr den Bachmann-Preis und das ganze restliche Jahr hört man eigentlich nicht so viel. Also ich würde mir da auch mehr Verankerung im öffentlichen Bewusstsein wünschen. Literatur ist da und sie hat ihren Stellenwert und das fängt ja schon bei den Schulen an, wo die Literatur immer mehr unter den Teppich gekehrt wird. Ja, also ich glaube für die darstellende Kunst, dass zumindest ein Mindestgagensystem, was verankert ist, also dass ich Förderungen, wenn Geld aus öffentlicher Hand komme, dann brauchst du Transparenz. Also das finde ich ist auch immer schon, also sowohl Stadttheater als auch freie Szene, wer kriegt das Geld und für was wird das ausgegeben? Das ist teilweise sehr undurchsichtig und seltsam, dass es dazu auch keine Auskünfte, keine Zahlen und so weiter gibt. Und dann müssen Gagen gestaffelt gekammern. Das macht das ZDF ja zum Beispiel auch. Da gibt es einfach ne, so und so viel Berufsjahre, das und das. Das kann man schon, finde ich, verankern. Das ist eigentlich keine Hexerei. Und genauso könnte man auch, weil zum Thema Fair, wenn Frauen eben oder bestimmte, da reden wir ja immer noch nicht mal über andere marginalisierte Gruppen, da reden wir nicht über Menschen mit Beeinträchtigung oder anderer Hautfarbe und Dings, oder über Altersstrukturen, dass ich schon Fördergelder an bestimmte Kriterien knüpfen kann. Ich fördere eben, oder wenn ich ein Projekt habe, wo jetzt eben ist, okay, das ist eben ein Männerabend und das soll auch so sein, dann soll das natürlich, wenn der gut ist, auch noch gefördert werden, so ist es nicht, aber dann fördere ich eben auch noch von den 10 anderen Sachen, die ich fördere, achte ich eben da drauf, dass ich da auch unterschiedliche Themen von unterschiedlichen Menschen habe, das kann ich schon irgendwie, also das ist eigentlich nicht so kompliziert, kommt mir vor, wenn man denn wollen würde. Okay. Bitte, ja. Ich möchte nur noch etwas, das muss ich jetzt tatsächlich anfügen, was die Transparenz der Fördergelder angeht. Ich produziere auch selber und kenne diesen Spießrutenlauf, auch an Fördermittel zu kommen. Das ist extrem schwierig, ist mit sehr großen Hürden verbunden. Und du musst das wirklich so genau abrechnen. Und das ist auch richtig so, weil es öffentliches Geld ist. Also das wird extrem genau geprüft. Ja. Das wollte ich nur sagen. Ja. Aber dazu, ich finde, das ist tatsächlich ein Unterschied bei Film und Theater. Ich habe gestern erst auf dieser Öffi-Seite, wo eben genau, wer kriegt jetzt Förderung, das ist total aufgelistet nach Drehbuch, Regie, Dings und wer kriegt Ausbildungsförderung und das. Und bei der MA7 gibt es irgendwie diesen einen Zettel, da steht dann, die und die Projekte werden gefördert, die haben so viel bekommen, das war's. Und von Stadttheater fangen wir da schon mal gar nicht an. Da wissen wir irgendwie, okay, die Bundestheater kriegen zum Beispiel so und so viel, was weiß ich, Burgtheater 50 Millionen. Aber wo das dann genau hingeht,
da muss ja keiner irgendwie aus, das soll ja keine Rechte, aber dass ich halt weiß, okay, das Regie-Team bekommt also so und so viel, das ist ja eigentlich, weil sonst landen wir ja wieder da, dass es wieder heißt, ja, die Frauen sind eben auf der kleinen Spielstätte, die Kinderproduktion kriegt sowieso wieder weniger Geld, weil das ja nur Kindertheater ist. Also das finde ich schon, dass man da mehr Transparenz einfordern könnte. Das muss ja, das führt ja dann noch nicht unbedingt vielleicht zu, aber dann haben wir es mal schwarz auf weiß. Also das finde ich schon sehr undurchsichtig, zumindest jetzt für so einen Laien wie mich, der irgendwie im Betrieb ist, aber jetzt keine Gewerkschafterin oder so, die das trotzdem sich denkt, ja okay, dafür ist jetzt wieder kein Geld da, dafür ist aber total viel Geld da und wenn du dann wohin gehst zum GeschäftsführerInnen und fragst, kriegst du natürlich keine Auskunft, sondern musst aufpassen noch, dass du nicht der Querulant bist, der seine Nase in Sachen steckt, die ihn ja nichts angehen. Ja, das führt uns eh schon zum letzten, zur letzten Fragestellung. Irmi, vielleicht an dich zuerst. Da ihr schon seit etlichen Jahren schon diese Fair-B-Kampagne habt und daran arbeitet, wie kann das umgesetzt werden? In Bereichen, in deinen Bereichen, wo du die Veranstalterinnen und Kulturveranstalterinnen vertrittst. Wir haben jetzt Forderungen artikuliert oder Lösungsansätze, aber wie müssen wir uns zusammen aufstehen und an die Politik das sagen? Oder hat eure Kampagne schon da für euch artikuliert, wie man das umsetzen kann? Weil es würden alle irgendwie ganz fertig sein. Ich habe es doch vorhin schon versucht zusammenzufassen. Also es ist halt ein bohrenharter Bretter und eine Kampagne ist natürlich auch abgeschlossen. Wir machen das nicht seit 10 Jahren, sondern das 2010 haben wir das gestartet als eine Kampagne und es wurde ja unter anderem auch von anderen Interessensvertretungen aufgenommen. Das habe ich auch erwähnt. Die Gebildete hat vor ein paar Jahren PD Artist Now zum Beispiel gemacht, um das im Bewusstsein zu verankern. Und ich denke mir, es ist halt, wie gesagt, ein bohrenharter Bretter. Und das, was ich jetzt abschließend, das war eigentlich mein Schlussstatement, gemeint habe, ist, allein, dass es in den Richtlinien der MA7 und dass es auf der Bundesebene jetzt dieses Forum Fairness gibt, ist für mich ein wichtiger Schritt. Ja? Und der Punkt ist einfach, mit dieser Ambivalenz muss man auch irgendwie umgehen, dass einfach zu wenig Geld da ist für all diejenigen, die vielleicht was machen wollen. Ja? Und da scheint für mich auch so Auswahlkriterien, ist die Kollegin da gesagt, natürlich auch eine Relevanz. Also Förderkriterien gehören transparent gemacht, Förderentscheidungen gehören transparent gemacht, damit man weiß, warum jemand gefördert wird oder warum jemand eine Förderung nicht bekommt. Und letztendlich geht es natürlich darum, Budgets zu erhöhen, ja? Den Kuchen anders zu verteilen. Das Thema Verteilungsgerechtigkeit spielt für mich hier auch eine Rolle. Und IGs sind ein Teil davon. Natürlich geht es darum, zu kollaborieren und gemeinsam aufzutreten. Das versuchen wir phasenweise. Es ist ja auch im Rahmen der Covid-Maßnahmen gab es ja auch diverse Demonstrationen etc. Also das, was bewirkt wurde, ist die Kultursekretärin wurde ausgewechselt. Ansonsten denke ich mir, ist es halt auch ein Sinnbild dafür, dass Kunst und Kultur Lippenbekenntnis auf der politischen Ebene was Wichtiges ist, aber wenn es dann darum geht, halt auch schwierig. Aber es gibt zum Beispiel vom Ensemble-Netzwerk in Deutschland gibt es ja dieses 40.000 Treffen ihren Abgeordneten. Mhm. Und Graz hat das Schauspielhaus Graz hat das jetzt zum Beispiel übernommen. Und das finde ich auch, dass von Seiten, also da kann ich jetzt nur für meine Berufsgruppe vorsichtig sprechen, aber natürlich, da bräuchte es auch ein bisschen mehr. Das ist eben dieses Einzelkämpfertum oder dass die SchauspielerInnen da, finde ich, auch zu ihren, wenn ich in Innsbruck engagiert bin, zu dem Politiker gehen kann und dem das halt auch nochmal offensichtlich erklären muss, aber das am Ende was bringt. Also in Deutschland ist viel passiert, was Mindestgagen und so weiter am Theater jetzt anbelangt, dadurch, dass die AkteurInnen selber was gemacht haben und eben nicht darauf gewartet haben, dass irgendwann ein Politiker kommt und sagt, hier habt ihr mehr Geld, weil das wird natürlich nicht passieren. Ja, scheint mir auch der richtige Weg, ganz ehrlich. Ja. Fabian? Ja, also so abschließend dazu würde ich meinen, dass es uns gut tun würde, ein bisschen unseren Fokus oder unseren Horizont darauf auszurichten,
dass es einfach eine Wechselwirkung zwischen dem, was wir herstellen und den Medien gibt. Ja. Wir haben jetzt im August Generaldirektorswahl, wir werden vom das ORF, wir haben im Herbst 2022 angekündigt ein neues ORF-Gesetz. Das sind alles Hebel, wo ich den politischen, durchaus auch lauten Diskurs total vermisse. Ja. Weil natürlich ist ein Montagabend Kulturmagazin was Nettes, nur so funktioniert es nicht. Es funktioniert dann, wenn die Seitenblicke zu einer Ausstellungseröffnung gehen, wenn ein ZIP-Bericht über ein Off-Theater gemacht wird, wenn das einfach in das Bewusstsein unserer kulturellen Identität, das Kunstschaffen, in das Bewusstsein der kulturellen Identität implantiert wird. Und dafür ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk da, der mit Gebühren, aber aus der öffentlichen Hand finanziert wird. Und das muss in den entsprechenden Gesetzen und Aufträgen an die Geschäftsführung auch ganz unmissverständlich formuliert sein. Ja? Und davon, wenn uns das gelingt, ja, dann würde einen Boost in der Szene auslösen, von dem wir, glaube ich, nur träumen können. So, ich schließe auch noch mal ein bisschen an. Ja, ich glaube, was mir auch noch so ein bisschen fehlt, sind einfach das Hürdenfallen, dass es leichtere Zugänge zu Dingen gibt, dass Menschen mitgedacht werden in ganz vielen Arten und Weisen, Minoritäten, Menschen mit diversen Ansprüchen, dass einfach die Zugänge geschaffen werden können, die Brücken überhaupt mal da sind. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass halt jeder irgendwie diese Verantwortung und Transparenz auch selbst übernimmt. Es ist nicht immer nur an uns Künstlern, Künstlerinnen sozusagen, für das alles zu erkämpfen und zu erstreiten. Klar, in erster Linie, ich will ja auch was davon haben. Aber im Prinzip ist auch das Publikum in Mitverantwortung, im Prinzip ist die Politik in Mitverantwortung, wir alle gemeinsam, wenn wir ein Kunst- und Kulturschaffen überhaupt haben wollen. Ja, also ich kann mich dann nur anschließen. Also was mir dazu jetzt noch einfällt, was jetzt über diese reine Budgetfrage irgendwie hinausgeht, beziehungsweise wir haben ja oft so dieses abgetrennte Denken, das hier ist jetzt Kunst, das dort ist Unterricht, das ist das. Also ich würde mir schon auch einen Brückenschlag zur nächsten Generation wünschen, Projekte an Schulen. Ja, denn wenn Leute zum Beispiel im Deutschunterricht mit Literatur nicht mehr in Berührung kommen oder in vielen Schultypen überhaupt keinen Kunstunterricht oder sowas mehr haben, dann wird uns in ein paar Jahren auch das Publikum fehlen. Also ich würde mir auch wünschen, dass es viel mehr Kunst und Literatur und Musik und so weiter an den Schulen gibt und dass das nicht einfach nur irgendein ich sage jetzt mal 0815 Unterricht ist, sondern dass das einfach erst was Lebendiges ist, Lesungen in Schulen, Ausstellungen in Schulen. Also ich war zum Beispiel vor 2 Jahren in Mexiko und habe dort eine regelrechte Tour durch 10 verschiedene Schulen gemacht, habe dort Lesungen gemacht. Da habe ich bewundert so Wandmalereien, so Murales, wo teilweise Künstler mit Assistenz von Schülern gemeinsam das gemacht haben, wo ich wirklich gesagt habe, wow, die schaffen das auf die Beine zu stellen. Ja, ein Land, das eigentlich so wenig Mittel hat. Also da finde ich, da könnte bei uns auch viel, viel mehr passieren in diese Richtung. Vielen Dank. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Es gibt viel zu besprechen, es gibt noch viel zu reden. Das war nicht der Anfang. Es wird auch nicht das Ende sein. Ihr habt gesagt, das Bohren harter Bretter wird weitergehen, muss weitergehen. Ich möchte mich an dieser Stelle hier bei euch allen bedanken fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren. Euch auch fürs Zuhören hier am Schillerplatz, zu Hause oder am Strand, im Livestream. Und kurz noch vielen Dank, ganz kurze Danksagung an die Vienna Club Commission fürs Streaming Equipment, an unsere Diskutantinnen, Diana, den Verein Wenger, die Performance von der Grille Handel Rotation Crew, dem Kutter Wendt und der Toni Brunner nochmals vielen herzlichen Dank und allen Aktivistinnen, die heute mitgeholfen haben und allen herzlichen Dank fürs Kommen und
Wir beenden jetzt hier den Livestream. Bei uns hier am Schillerplatz geht es noch weiter mit Topoke. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danach gibt es noch DJ Line von Sirius und Aktions. Vielen Dank für meine Soufflöse. Dankeschön.